Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin heute in Tokio und zwar mit Elena. Elena, hallo. Was machst du denn so? Was mache ich denn so? Ich mache auch YouTube. Ich mache ganz viel mit Kunst und mit Reisen und wir haben uns auch beim Reisen getroffen. Ja. Und was machen wir heute? Wir machen heute Fotos. Wir sind gerade in Akihabara unterwegs und haben sehr viel Spaß. Sehr viele Leute gucken, aber das macht nichts aus. Und ja. Machen schöne Fotos. Genau. Und ich habe mich heute für das 530 mm entschieden. Also ich fotografiere tatsächlich nur mit einer Linse ausnahmsweise mal und es ist eine Herausforderung, aber ich denke, die Bilder werden sehr gut und ich würde sagen, weiter geht's. Ja, wir sind wieder zurück in Japan, auch wenn wir jetzt in echt nicht mehr da sind. Leider gibt es hier noch ein bisschen Footage aus Japan und zwar mit der lieben Elena. Die Elena findet ihr übrigens auch auf YouTube, da heißt sie Elstration. Folgt ihr unbedingt, da wird jetzt auch in der nächsten Zeit, soweit ich weiß, nochmal ein Japan Q&A kommen. Falls ihr für das Thema offen seid oder interessiert seid, guckt euch das unbedingt an. Wie ich schon gesagt habe, werde ich in diesem Video nur das 35mm Objektiv benutzen. Ich habe das Standard Canon 35mm 1.8 und habe einfach mal versucht, anders wie ich das sonst immer mache, nur eine Kamera dabei zu haben, so back to the basics und wirklich nur mit einer zu fotografieren. Und ich habe ein Weitwinkelobjektiv gewählt, weil natürlich ich wollte, dass man die Stadt im Hintergrund sehen kann und dass man den glänzenden Boden sehen kann, weil wir hatten extra gewartet, bis es regnet und dann uns getroffen zum Fotografieren. Die liebe Elna hat natürlich auch ein sehr passendes Outfit an und hat noch diese coole Maske dabei und farblich sehr gut abgestimmt auf die Stadt. Das hat mega gut funktioniert und von den Farben her bearbeite ich die immer so, wenn ich blau in der Stadt habe, mache ich das zu so einem Türkiston und betone das Orange, damit wir so einen tiltigen Filmlook haben. Ich finde, das sieht man auf den Fotos auch ganz gut. Ihr merkt es auch daran, dass die Rottöne nicht mehr so knallig sind, sondern eher orange. Ja, und dann seht ihr natürlich auch hier überall, dass der liebe Andi sich bereit erklärt hat, hier das Licht zu setzen, weil sonst hätten wir sie natürlich nicht so gut gesehen. Und gerade durch dieses Licht wirkt sie richtig rausgestellt und ist vom Hintergrund freigestellt und poppt in dem Bild richtig raus. Das haben wir an verschiedenen Locations probiert und hier eben einfach mal mit rotem Hintergrund durch den Schirm durch. Ich finde, das sieht auch super aus. Und hier sieht man eben wieder, dass der Rotton nicht mehr ganz so rot ist, sondern etwas oranger. Ja, das Licht im Gesicht sieht natürlich klasse aus, geht aber auch nur, wenn ihr jemand habt, der euch hilft beim Leuchten. Und der Andi ist natürlich Fotograf, deshalb konnte er das besonders gut. Also danke Andi nochmal für deine Unterstützung, ich weiß es sehr zu schätzen. Dann hatten wir noch einen kleinen Ausflug in so einen Daddelraum, wo die ganzen Leute wie verrückt gezockt haben. Und da haben wir noch ganz kurz zwei, drei Fotos gemacht und sind dann schnell wieder abgehuscht. Ja, und wir haben ein paar Mal die Location gewechselt. Was ich auch ganz cool finde, eben sind diese Schriftzeichen auf dem Boden. Ich finde, die machen auch wirklich was her bei solchen Fotos. Also gefällt mir gut. Und wenn ihr natürlich was habt, was das Licht streut, wie den Schirm zum Beispiel, dann gibt es so ein blurry Background hinter ihr, was ich auch cool finde, um sie freizustellen. Und von der Pose haben wir, das sieht man vorher auch schon oft gesehen, habe ich sie einfach so ein bisschen nach vorne und nach hinten kippen lassen, damit wir einfach mehr Dynamik im Bild haben, wenn sie schon so einen flatterigen Rock anhat und das Wetter auch so ein bisschen windig nass war, hat das gut zusammengepasst. Und ja, ich finde die Ergebnisse mega gut und mir gefallen natürlich auch die Schilder im Hintergrund besonders gut. Man sieht aber auch hier bei den verschiedenen Bildern, dass ich ab und zu mal an den Farben ein bisschen rumgeschraubt hat. Die sind also nicht alle gleich, sahen aber in echt alle gleich aus. Ja, dann konnte ich es natürlich nicht widerstehen, auch noch so einen coolen Getränkeautomat mit in den Hintergrund zu nehmen. Weil wo hat man die denn? Hier haben wir die leider nicht so coole Automaten. Und die sind ja so typisch Japan-mäßiges, deshalb mega. Übrigens auch danke Dani für die Aufnahmen behind the scenes, damit wir das überhaupt festhalten konnten. Ich weiß es ja zu schätzen. Danke auch dafür. Ja, und die Maskenbilder. Ich glaube, das ist diese Kitsune-Maske, also diese Katzenmaske, wenn ich mich nicht irre. Und die Elena hat auch hier mal das Outfit gewechselt und wir waren vor einem Ramenladen und haben auch da noch ein paar coole Bilder gemacht. Ja, hier sieht man mal die Stadt alleine und hier sieht man den Don Quixote-Pinguin, der absolut fürchterlichste Laden der Welt, weil es so voll und volle Reizüberflutung ist, dass man es kaum überlebt. Aber als Hintergrund wunderschön. Haben wir doch so ein paar
coole Sprungbilder gemacht. Fand ich auch cool. Danke, Elena, dass du alles mögliche mitgemacht hast. Dann zogen wir weiter zu diesem coolen Waschsalon. Auch hier, typisch stadtmäßig, fand ich auch sehr schön. Typisch Japan-mäßig, Outfit passt perfekt rein. Elena postet natürlich wie eine Eins, mega. Und dann hatte sie auch noch gerne so eine leuchtende Schrift im Hintergrund. Das hatten wir auch gemacht. Und hier seht ihr noch ein paar verschiedene Eindrücke. Und hier sehen wir noch ein paar Stadtbilder. Die hat nämlich, glaube ich, sogar der Dani gemacht. Ich würde sagen, genießt es, lehnt euch zurück und wir sehen uns dann im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, danke Gina fürs Schneiden und für diese mega geilen Texteffekte. Richtig, richtig cool. Danke Dani für Behind the Scenes und Unterstützung und auch hier Fotos. Und danke Andi natürlich auch fürs Leuchten. Und vielen Dank Elena auch, dass du mitgemacht hast, dass du gemodelt hast. Und ich freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen. Es war eine Freude, dich wieder in Düsseldorf zu sehen. Und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Und ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.